Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute am Start bist. Heute gibt es das Monday Special zum Thema Mensch, ärgere dich nicht. Wir haben am Donnerstag darüber gesprochen, wie du lernen kannst, ein besserer Verlierer zu sein. Und heute in diesem Monday Special möchte ich dir noch eine andere Strategie geben, um Stress zu regulieren, und zwar eine kognitive Restrukturierung oder ein Reframing, also einfach mal den Stress in einen anderen Rahmen packen oder auf eine andere Leinwand spannen und dementsprechend in einem anderen Kontext sehen und so einen besseren Weg zu finden, damit umzugehen. Also es ist im Endeffekt so, dass wir letzte Folge ja darüber gesprochen haben, was löst es eigentlich in mir aus, wenn ich verliere? Warum fällt mir das vielleicht schwerer als manch anderem oder andersrum? Und wir haben darüber geredet, mit welchen 5 Schritten du deinen Stress besser regulieren kannst. Und heute geht es darum, wirklich mal dein Denken über eine Stresssituation zu verändern. Also, falls du dich erinnerst, in der letzten Folge hatte ich auch noch mal erklärt, dass Stress immer ein Phänomen ist, was auftritt, wenn unsere Erwartung nicht erfüllt wird. Das heißt, ich habe eine Erwartung an mich, wie ich mich in einer bestimmten Situation verhalte oder auch an andere, wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten und geben. Und wenn diese Erwartung enttäuscht wird, dann entsteht Stress, weil da einfach so eine Diskrepanz zwischen der Erwartung und der Realität ist. Und wenn wir unsere kognitive Strategie ändern oder wenn wir unsere Kognition durch eine Strategie ändern und dadurch eben das Denken über einen Stress auch ändern, dann können wir vielleicht dieses Muster ein wenig durchbrechen, dass unsere Erwartung immer erfüllt wird oder unsere Erwartung auch näher an die Realität ranbringen. Deshalb gibt es heute, es sind tatsächlich, lass mich mal nochmal zählen, auch wieder 5 Schritte oder 5 Fragen, die du dir auch gerne schriftlich beantworten kannst, um anders über eine Stresssituation zu denken. Und zwar ist hier das erste, ist ein bisschen ähnlich zu dem, was wir beim letzten Mal auch gemacht haben, aber nicht ganz das gleiche, du wirst es gleich erkennen. Also bleib dran. Die erste Frage ist nämlich sehr ähnlich zu der ersten Frage letzte Woche, und zwar, was ist es, das mich gerade mit Stress erfüllt? Also welche Situation, welches Ereignis erfüllt mich mit Stress? Das ist wichtig, bei beiden Übungen, der von letzten Donnerstag und der von heute, vorab zu definieren, weil wenn du anfängst, an etwas zu arbeiten, ist es ja auch wichtig zu wissen, an was arbeite ich denn hier überhaupt genau? Das heißt, was ist das, was mich mit Stress erfüllt? In der zweiten Frage fragst du dich, wie oft habe ich jetzt Fragen gesagt, was sind meine Gedanken über dieses Ereignis oder diese Situation, die mich mit Stress erfüllt? Also welche Gedanken habe ich? Und hier geht es nicht darum, wertend zu sein, also nicht, dass du jetzt anfängst, deine Gedanken zu bewerten oder es zu verbessern, sondern versuch mal wirklich so klar und rein wie möglich, als würdest du dir selber reinen Wein einschenken, einfach nur mal runterzuschreiben, was sind deine Gedanken, ohne das in irgendeiner Form auf negativ oder positiv Kontinuen oder anderen Skalen einzuordnen. Einfach nur, welche Gedanken sind da über diese Situation? Ganz ungefiltert. Weil dann kannst du dich im nächsten Schritt auch ganz ungefiltert fragen, welche Belege oder auch Beweise habe ich für diese Gedanken? Also dafür, dass diese Gedanken, die ich im Schritt vorher aufgeschrieben habe, wahr sind. Und im vierten Schritt fragst du dich, welche Belege und Beweise hast du dagegen, also gegen diese Gedanken, die du dir 2 Schritte vorher aufgeschrieben hast über diese stressende Situation oder dieses stressende Ereignis. Und so kannst du wirklich aufdecken, okay, welche Belege habe ich dafür, also habe ich dafür, dass es vielleicht richtig ist, gestresst zu sein, und welche habe ich gegen diese Gedanken, die ich im zweiten Schritt definiert habe. Und hier ist es auch natürlich total wichtig, dass du ehrlich zu dir bist und dich nicht selber anlügst, weil klar, du kannst hier jetzt was aus der Nase ziehen, warum irgendwas stimmt oder nicht, aber niemand hört dir zu oder niemand liest, was du dir aufschreibst. Also sei ruhig ehrlich zu dir selbst. Und wenn du dann weißt, welche Beweise du für diese Gedanken und gegen diese Gedanken hast, dann ist der letzte Schritt, sich zu fragen, was ist für mich eine alternative Denkweise oder auch für mich ein leichterer, hilfreicherer, was ist noch ein gutes Wort, ein dienlicherer Weg,
um darüber zu denken. Also inwiefern kann ich meine Gedanken jetzt in eine andere Richtung lenken, dass die mir dabei helfen, dass ich mich besser fühle? Also wenn dich die Situation, vielleicht ein Verhandlungsgespräch zu führen im Job, wenn das die Situation ist, die dich stresst, dann sammelst du erstmal, okay, welche Gedanken hast du über dieses Verhandlungsgespräch? Und dann ist da vielleicht ein Gedanke bei, wie auf der einen Seite hast du vielleicht den Gedanken von, ich schaffe das auf jeden Fall, in der Verhandlung das herauszuholen, was für mich wichtig ist. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht den Gedanken, dass du das auf keinen Fall schaffst. Und dann suchst du dir erstmal Belege und Beweise dafür, ob diese beiden Aussagen stimmen oder nicht stimmen. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du dich ja schon sehr, sehr viel mit deiner ersten mit deinen ersten Gedanken oder deiner ersten Antwort auseinandergesetzt. Und dann kannst du dich mal fragen, was ist denn eine alternative Denkweise oder für mich eben besserer Weg, darüber zu denken? Sprich, du analysierst, inwiefern sind deine Gedanken für dich dienlich und inwiefern nicht und welche Gedanken musst du ändern, damit sie für dich dienlicher sind als vorher. Und das finde ich total schön, weil das ist tatsächlich Umstrukturierung in Reihenform. Erst einmal gucken, was ist, dann schauen, welche Argumente habe ich, also welche Pro und Kontras habe ich und dann zu schauen, okay, was sind meine Handlungsalternativen, nur dass du nach Denkalternativen suchst, um jetzt auch wirklich in die Bewertung zu gehen und die Situation neu zu bewerten und zwar besser und in deinem Sinne besser und leichter zu bewerten. Das ist die Strategie, um dein Denken über eine Stresssituation zu ändern und da auch ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubekommen, den Stress auch hinter dir zu lassen und irgendwie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, anders darüber zu denken. Denn genau das macht man innerhalb dieser 5 Schritte. Ich bin ganz gespannt, was bei dir rauskommt, welche Erfahrungen du hast mit dieser Technik und freue mich deshalb, wie jede Woche von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Start in die neue Woche und alles, alles Gute, ganz viel Spaß bei allem, was diese Woche ansteht. Share and Grow, deine Muriel.